Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Ja, hat sich nochmal ein bisschen was getan seit dem letzten Mal. Und zwar, Moment, wir sind momentan hier, wo immer das auch ist. Und, mal gucken, wir sind gar nicht mehr so weit von der Sektorgrenze entfernt. Aber das machen wir heute nicht. Heute gucken wir uns einfach mal noch hier in der Gegend um. Ich habe mal B-Stern markiert, da fliegen wir mal hin. Vielleicht haben wir ja Glück, der ist nicht entdeckt. Und ansonsten gucken wir uns ein paar A-Sterne an. Genau. Danach werde ich mal so ganz langsam in diese Richtung fliehen, im wirtschaftlichen Modus noch ein paar Sterne mitnehmen, damit wir ein bisschen Geld kriegen. Das habe ich zuletzt schon gemacht, sprich, der Kontostand, nee, der Kontostand nicht, der Stand im Datenspeicher ist jetzt schon bei 400 Millionen, aber da kriegen wir bestimmt noch ein bisschen was zusammen. Genau, und dann halt hier bei denen, bei das gute Stück hier, und dann sind wir auch schon fast zu Hause. Ja, so schnell geht das dann. Dann fangen wir mal direkt mit dem Wichtigen an. Genau, mit dem ganz Wichtigen. Und zwar, nächste Woche ist ja der Feiertag. Was ist? Christi Himmelfahrt und halt der Vatertag. Also hoffentlich auch für euch ein verlängertes Wochenende. Und an einem Tag in dem Wochenende werden wir streamen. Ja, da sind wir nämlich schon garantiert in der Bubble und dann wäre Pirate geklatscht. Und in der Hoffnung, dass die halt nicht uns klatschen. Also, ich weiß noch nicht genau wann. Ich vermute mal Donnerstag oder Freitag diesmal. Zur gewohnten Uhrzeit, wahrscheinlich so 9:30 wie immer. Ja, Bubble, Piraten klatschen. Und genau, das ist mir ja zugetragen worden, das möge ich doch bitte mal tun. Und das tun wir dann auch. Und wer Bock hat, Zeit hat, kann dann auch gerne im Ring mitfliehen. Ich habe relativ gut die Anaconda, mit der man ganz gut, also für die PvE-Pirate reicht das sowieso. Also auch wenn er nicht ganz so fit im Kämpfen sind, ich bin das ja auch nicht. Können wir gerne Wing bilden, wenn einer von euch gerade in der Bubble ist. Das wird bestimmt witzig. Moment, Gott. Gucken wir mal hin müssen. Ja. Ja, genau, das wäre halt das Wichtige. Also ich werde genaue Tag nochmal bekannt geben. Ich gehe mal von nächster Woche Donnerstag oder Freitag aus. Genau. Weil schönes langes Wochenende. Ich habe Gott sei Dank noch Urlaub gerade freitags. Und genau, an einem Tag will ich ja noch Grille und am anderen Tag dann nur ja, abends ganz gemütlich streamen. Das wird mal zum ersten Mal eine Abwechslung beim Streamen. Nicht irgendwo explore, sondern einfach im Rohstoffabbaustandort rumlümmele. Und Pirate einer auf die Finger gebe. Das habe ich schon ewig nie gemacht. Also wenn ich in der Bubble bin, muss ich mich erst mal einschießen. Wie das nur funktioniert. Ich muss auch noch diverse Taschen irgendwie belegen. Weil eventuelle Heatsink oder Schildzelle muss ich mal gucken, wie ich das habe ich noch gar nicht belegt, weil ja gut, brauchen wir momentan eher nicht. Okay, Schild, nee, Kühlkörper könnte man eventuell brauchen, aber naja, das werde ich dann noch bis dahin natürlich aus bald Woche. Gucken wir mal, das wird bestimmt witzig, könnte ich mal vorstellen. Ja, das war das Wichtige gleich zu Anfang. Dann, was gibt es sonst noch? Punkto Elite, glaube ich jetzt, wüsste ich jetzt nichts Wichtiges. Muss ehrlich sein, ich habe jetzt auch gar nicht mehr in die Videos von der Alpha rumgeguckt. Wow, der ist unentdeckt. Cool, nehme ich mit, gerne. Finde ich cool. Ja, weil es dauert jetzt auch nicht mehr allzu lang, bis Odyssey rauskommt und da muss ich jetzt die Videos gucken, dann kann ich mal dann das direkt angucken, wenn es rauskommt. Weil so lange kann ich dann auch noch warten. Und
Hier haben wir einen exzentrischen Orbit von 0,925. Das ist doch schon mal Ansage, oder? Finde ich gut. Aber wir haben sie jetzt eher schon von dem Stern ein bisschen weg. Wir hat bestimmt entfernt 80.000. Ah, da würde ich schon gerne scannen. Nein, wir gucken mal. Also erstmal direkt von dem System hier scannen. Da war, glaube ich, hier ein bisschen was. Also das ist aber, bin ich überrascht, weil ich bin auch zuletzt, was ich jetzt ein paar B-Sterne angeflogen. Bei jeder B-Stern, wo ich vorbeikomme, bin auch zufällig. Die war auch schon entdeckt. Das war irgendwie ist hier touristisches Gebiet. Deshalb wundert es mich noch mehr, jetzt, dass wir hier Glück haben. Hätte ich jetzt nicht erwartet. War es überhaupt nicht. Aber unverhofft kommt oft. So, was haben wir dann hier? Nichts, keinerlei Signale, paar ganz normale Gasriesen, da ist noch A-Stern dabei. Und der hier, nicht schlecht hier. Wo steht's denn? Ja, 0,92. Das ist doch mal was. Das sieht auch immer ganz lustig aus auf der Karte. Hier, da. Diese Umlaufbahn hier. Oh. Und der ist momentan noch maximal weit entfernt. Cool. Wissen wir was? Dann nehmen wir mit. Da habe ich jetzt gerade Lust drauf. Wenn wir schon mal so nach Finne. Gut, wurde schon nie gefunden, wo so exzentrische Orbiter. Was ist denn mein Rekord? Irgendwas mit 9,5 oder so, glaube ich. 9,9 hätte ich, glaube ich, schon nicht gefunden. Da hätte ich, glaube ich, irgendwie im Forum mal nachgesehen. Da hat irgendwas mit 0,99 hat er. Das ist schon ziemlich grob. Ich glaube, meiner war irgendwie so 9,5 oder 9,6. Da müsste ich mal gucken. Da hätte ich allerdings schon ein paar von denen. Also es ist immer cool, wenn man so einer findet. Ab und zu fliege ich dann auch hin und scanne die. Das hier wundert mich jetzt, dass das ganz normaler Planet ist. Hier der Kollege mit hochwertigen Metallen, das wundert mich jetzt. Weil normalerweise sind das eher so Gasriesen, die so exzentrische Orbit haben. Oder zumindest ist das jetzt so meine Beobachtung, wo ich gemacht habe. Naja, ist noch ein Grund, mir den ist es gerne. Da könnte man doch jetzt, warte mal, da könnte man doch jetzt im Idealfall mal ein bisschen im, machen wir mal hier so, ein bisschen im Gallen nicht wühlen, oder? Das mir hängen hier doch so furchtbar hinterher. Da müssen wir mal gucken, dass wir es irgendwie auf der Appel kriegen. Am besten fangen wir mal. Ja, fangen wir mal oben an. Egal. Nova Imperium im Visier der Supermächte. Die Isolation ist Esche Gruppe erlitt nach den Anschuldigungen gegen Imperator Hadrian Duval Angriffe von föderalen und imperialen Fraktionen. Moment, ich komme schon mal gar nicht mehr mit. Was ist denn so? Ich glaube, das war doch eine schlechte Idee. Und fasste dort Fuß. Admiral Natalia Lee, Kommandantin des Megaschiffs Harmony's Shield, gab Folgendes bekannt. Unsere Aufgabe ist es, die Terroristen, die so viele Bürger der Föderation töteten, zu eliminieren. Wir raten dem Imperium, beiseite zu treten und uns zu erlauben, Gerechtigkeit walten zu lassen. Magister Julius Hallstrom des Beresi Empire Consulate verkündete. Im Namen des Imperiums stehen wir bereit, das Pariser System von der Enemela reinzuwaschen und auch die Föderation, sollte diese sich nicht zurückziehen. Hadrian Duval sendete folgende Nachricht über das Pariser News Network. Die NMLA hat meine Identität im Wissen, dass die Supermächte ihre Arbeit machen und einen anderen Duval töten würden, gefälscht, als sie mit dem Neomalinist Order of Mudrid zu tun hatte. Das Nova Imperium wird sich verteidigen, wenn nötig, aber wir sind nicht für irgendwelche Terroranschläge verantwortlich. Die KAE versucht immer noch, die Beweise vom Landgraf von Mudrid zu bestätigen. Prätor Leo Magnus, Sicherheitschef des Nova Imperium,
hilft Berichten zufolge ihren Nachforschungen. Der Senat hat dringend Befehle vom Imperator angefordert, aber Kanzler Blaine erklärte, dass ihre Majestät kein Urteil über eine laufende Ermittlung fällen kann. Moment, Moment, Moment. Was ist denn die isolationistische Gruppe? Und was hat der Duvaldo damit zu tun? Irgendwie hätte man, solle doch besser von Uno anfangen. Irgendwie bin ich gerade nicht mitgekommen. Teil an dem... Boah, mir hängen so viel hinterher. Das so Kommunikationsüberwachungsprogramm. Das könne. Nee, kenne man nicht. Das kenne man auch doch. Was könne man dann? Imperialer Senator. Das kenne ich, oder? Ja, das weiß ich. Das haben wir gehört. Dredger-Megaschiffen. Haben wir das schon? Eine Art Generationenschiff? Weiß ich gar nicht. Haben wir da was verpasst? Ich glaube, das da haben wir noch gar nicht gehört. Geheimnisse der Galaxie. Die Dredger-Clans. Erik Gunnarsson spricht über die nomadischen Stämme, die in umgebauten Dredger-Megaschiffen die Galaxie durchwandern. Dass es viele reisende Gemeinschaften gibt, ist wohl bekannt. Menschen, die lieber auf Achse leben, als sich irgendwo niederzulassen. Unabhängig und stolz darauf überleben diese an den Randgebieten der Zivilisation und halten sich lieber von den Behörden fern. Die allgemein als Dredger-Clans bekannten Gemeinschaften gehören dabei zu den erfolgreichsten. Dredger-Klesbalg-Kruser verarbeiten natürliche und von Menschen geschaffene Mineralien zu Rohstoffen, um sich auf diesen Reisen in den Tiefen des Weltalls selbst zu versorgen. Diese Technologie ist schon seit langem obsolet aufgrund der verbesserten Hyperantriebe und Treibstoffsammler. Aber manche wurden von den Nomaden übernommen und instand gehalten. Diese Dredger sind nun eine Art Generationenschiff. Jedes beherbergt zehntausende Menschen, deren Kultur sich über Jahrzehnte oder Jahrhunderte weiter oder zurückentwickelt hat. Einige dieser sind einsame Wölfe. Andere haben Allianzen geschlossen oder sich ab und zu vermischt, um den Genpool zu diversifizieren. Typischerweise sind diese Clans Plünderer, die schnell durch Systeme reisen und alles klauen, was nicht nied- und nagelfest ist. Einige nehmen sich, was sie brauchen, auf aggressivere Art, etwa durch Angriffe auf ungeschützte Außenposten. Einige haben einen noch schlimmeren Ruf. Ich erinnere mich, wie man mir als Kind erzählt hat, wenn du dich nicht benimmst, kommen die Phagos und entführen dich im Schlaf. Und dann essen sie dich auf. Alle Albträume aus meiner Kindheit kamen hoch, als ich herausfand, dass da vielleicht etwas dran ist. In der letzten Zeit habe ich Gerüchte mitbekommen, dass ein nur selten beobachteter Dredger-Clan wieder aufgetaucht ist. Natürlich ist Wolf gleich auf und davon, um mehr zu erfahren. Hoffentlich kann sie unser begrenztes Wissen um diese mysteriösen Stämme etwas erweitern. Okay, gibt's dann da draußen jetzt neue Megaschiffe oder was? Oder so Dredger-Schiffe? Keine Ahnung. Wenn er von euch was weiß, gerne mal Bescheid geben. Es gab gemischte Reaktionen auf das Amt. Irgendwas da haben wir schon mal gängige Medien. Da fliegen wir gerade nochmal so drüber. Nur Leute, die etwas zu verstecken haben, brauchen Geheimhaltung. Ganz böse. Okay, stimmt, ja, die wollte irgendwie so Überwachungsprogramm machen, das wissen wir ja. Ah, das ist ein Community Goal wahrscheinlich, da gucken wir auch mal nur kurz drüber. Das Syndikat Kumo Crew hat eine Initiative zum Bau von 5 neuer Sternenhäfen. Archon Delane, wieder so Delane-Typ. Als souveräner Anführer der Kumo Nation. Kopfgelder. Die Razor Whips. Ja gut, Keramikverbunde, ja, okay. Nach Gabriel Enterprise im Hammer-System. Die Zielsysteme sind. Kalifornianebel, das ist doch ein bisschen weit weg, das ist so irgendwie westlich von der Bubble, oder?
Sote-Systeme, Cold-Sack-Nebel, der ist ein bisschen oben drüber. Aha. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt mal gucken. Umlaufbahn. Sehr schön. Interessant hier. Da gibt es wahrscheinlich demnächst auch, oder ist wahrscheinlich, das mal, glaube ich, vorher auch drüber gescrollt. Ups, der Bericht, dass irgendwie das Community Gold fertig ist. Irgendwas mit der Kuma-Kuh hat auch da auch gestanden. So, das müsste eigentlich reichen. So, 7 Stück, ja, das ist genehm. So, dann gucken wir mal, wo wir noch hinspringen, weil bis hier haben wir ja noch. So, wieso eigentlich nicht? Komm, nimm mal dann da. Ja, nimm mal dann. Einfach so ein paar A-Sternsysteme rauspicken, weil ich habe mal über die Karte gescrollt. B ist hier, ach, die sind echt sporadisch, irgendwie so von hier aus 200 Lichtjahre entfernt ist noch inner und ja, ist irgendwie ganz seltsam. Wenigstens A-Sterne sind ein bisschen hier in der Nähe. Na, gucken wir mal da. Ja, ansonsten müsste ich noch ein paar Filme nachtragen, bevor ich es vergesse. Das waren am Wochenende, habe ich zuerst, ach, das sollte ich genau, während ich Elite gespielt habe, bei Amazon Prime, wo uns mir schon mal was nebenbei gestreamt, und zwar, Killer Beach. So, Slasher aus der 80er, von der Besetzung her kannte ich jetzt eigentlich nur den John Saxon, also, der ist ja auch zuletzt verstorben, bekannt aus Nightmare on Elm Street und, zig andere Filme. Der war doch schon recht umtriebig. Ich habe eigentlich gerne gesehen, die Filme mit dem. Ja, Slasher halt. So in Kalifornien. Oder Florida, am Strand. Und zwar irgendwie so im Ort herrscht so eine Motorradgang und der Anführer, der wird am Anfang auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. Der hat so jemand umgebrungen haben. Und dann als letzte Worte verflucht er alle gar und sagt, er kommt zurück und killt sie all. Und dann wäre tatsächlich diverse Leute gefunden, die durch Elektrizität umgebrungen wurden. Genau, und dann ist noch eine Story mit so einem, der mit seinem Kollegen dahin kommt um Spring Break. Spring Break ist ein ganz wichtiges Thema bei dem Film, um halt Party zu machen. Und dem sein Freund wird dann halt auch von dem Typ gekillt. Ja. Also objektiv war der Film nicht gut. So subjektiv, er hat ein richtig geiler Soundtrack gehabt. So 80er Hair Metal. Also, keine Ahnung, die Bands kannte ich nicht. Es war aber ein sehr authentischer Sound. Der hat schon mal gerockt, obwohl ich das mittlerweile so nie mehr hören kann. Aber so im Film ist es immer noch okay. Das kam recht gut, der Soundtrack, der war recht fluffig, so richtig 80er Dröhnung. Die Dialoge, die waren einfach nur zum Fremdschäme. Aber der Regisseur hat halt was gemacht, was man halt bei so einem Film über Spring Break an Florida natürlich auch macht. Man zeigt jede Menge Menschen nackt. Sag ich mal so. Und es macht er auch. Also, ziemlich viele Girls dabei und so. Also, das kann man dann schon mal gucken. Das fand ich gar nicht mal so schlecht. Nee, er hat irgendwie was. Er hat ein richtiges Tempo und ja, es ist auch noch nichts Übernatürliches. Der Killer ist dann nur ein. Ja. Ja, das war schon zu viel gespoilert. Also,
Man muss eigentlich eine Kugel drinne filmen, aber man tut sich auch nicht weh, wenn man nur guckt, weil ich fand, ich weiß nicht, das ist so ein Film, du denkst eigentlich, der kann doch gar nicht Spaß machen, weil er, wie gesagt, so platt und so peinlich ist teilweise, aber er macht irgendwie Spaß. Guter Soundtrack, ja, war okay. Hi Jesse, komm, dem guten Kollege was schreiben. So, dann, genau, dann habe ich am nächsten Tag, bleiben wir gleich beide Slasher. Und zwar habe ich Slumber Party Massacre geguckt. Ja, das ist halt, wie der Name schon sagt, ja, auch ein Slasher. So, Girly Party in Pyjamas, wird dann von so einem Killer mit einem Schlagbohrer gesprengt. Ja, der war überraschend gut. Das hat mich gewundert, weil ich kannte schon den zweiten Teil und der war irgendwie, boah, der war mies. Der war irgendwie mies. Das war dann irgendwie so übersinnlicher Killer und boah, das war irgendwie ganz komisch. Aber der war richtig gut. Also man hat zwar erkannt, die haben sich ganz schön von Halloween inspirieren lassen, so ja, von teilweise wie er gemacht war und kommt natürlich nicht an Halloween ran, aber der war gar nicht nur unspannend, der war auch ganz gut gemacht, also hätte ich nicht gedacht. Und das Interessante war ja bei dem Film, der ist quasi, das Drehbuch ist geschrieben vor als so Parodie auf diese Teenie-Slasher. Aber dann haben sie halt dann, naja, beim Dreh haben sie das halt quasi ein bisschen rum gefuhrwerkt und jetzt ist es halt der handelsübliche Slasher, auch wenn er teilweise ein paar echt witzige Szenen zu bieten hat. Also der lohnt sich, der war, also ich fand den jetzt wirklich nicht schlecht. Weil vor allem bei der, oh, Ammoniakwelt, cool. Ne, Wasserwelt. Ha, die nehmen wir aber mit. Weil vor allem bei der Slasher, kennt man ja, gibt es hier so viel Müll und da war so Überraschung. Und das kam nicht schlecht. Fand ich okay. Genau, das war so die zwei Filme, wo ich mal dort zuletzt scheppern. Und irgendwann die Woche, vielleicht auch heute, gucke ich mal. Schmeiße ich noch einen Film an und tun nebenbei noch ein bisschen hier mehr Lieder. Ein paar Systeme fresse sozusagen. Vielleicht auch mal, gucken wir mal. Ja, einfach ein bisschen, noch ein bisschen das Konto hochzutreiben, also die Daten, wo man sammelt. Genau, das wollte ich noch nachgetragen haben. Okay, das sind zwei Asteroidengürtel. Interessant. Das knistert wie verrückt. So. Was? Ja, immer noch. Na, Fug. Wo? Hier. Ach du Hinne, das habe ich gerade gesehen, dass da noch was auf ist. Na dann. Oh, nein, 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 hier ist noch mehr. Okay. Naja, ein B-System ist aber nichts, was man auch mitnehmen müsse. Das ist nicht terraformierbar oder ähnliches. So, gucken wir mal. Also. Ja, okay. Also, wir müssen auf jeden Fall hier hin. Das machen wir auch. Oh, wir haben schon 24 Minuten. Was? Okay, dann da müssen wir auch scannen. Dann gucken wir mal schnell. Komm, wisch du Ball. So, oh, die leihen direkt auf einer Linie. Das ist super. Aber, ich glaube, das, ja, das bisschen weit weg, das sprengt das Ganze ein bisschen. Deshalb würde ich doch sagen, mir wollte die Folge hier, ups, nicht zu lang war los. Jetzt gebe ich schon wieder Gas.
Will ich gar nicht, ich will noch ein Foto machen. Was soll denn das? Unglaublich. So, machen wir halt nochmal. Ach, guck mal hier. So, passt doch. Was anderes. So, dann würde ich doch sagen, ich wünsche euch dann noch eine schöne Restwoche. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Wahrscheinlich ein bisschen näher an unserem Heimatsektor quasi. Und ja, bis dahin dann. Bye bye.